Und da sind wir wieder bei Skyrim, bei Let's Play Skyrim in Hübsch. Und wir haben gerade unsere lieben Freunde, die Talmor, ausgeraubt oder ausgesperrt oder irgendwas mit denen gemacht, was nicht sehr cool für die war. Weil wir uns ja den geheimen Bund der Klingen angeschlossen haben. Und dieser geheime Bund der Klingen will halt gegen die Talmor und die Drachen vorgehen. Unter Einführung des letzten Drachenblutes, was natürlich wir sind. Und das wird natürlich ein riesiges Ende. So ein riesiges episches Battle wird dann herauskommen. Was am Ende einfach nur episch ist. Was? Mein Pferd ist hier? Hallo! Kann ich das nicht umbenennen? Es ist so scheiße, wenn das Bei Pferd. Shaw, was wollt ihr? Ihr müssten meinem Sohn Sven einmal zuhören. Er singt fast jeden Abend in der Taverne. Okay. Schmiede, Schmiede, Schmiede. Kann ich vielleicht die Elfen? Nein, kann ich nicht. Natürlich nicht. Hier im Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Was auch immer ihr benötigt. Bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Gut. Darf ich eure Kein Schmiede benutzen? Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Das ist doch schon mal schön. Ja. Das bedeutet, ich würde sagen, genau, wir haben keinen Stahlbarren. Braucht ihr eine neue Klinge? Eisen oder Stahl ist es, was ihr braucht. Überlasst dieses eitle Elfenzeug den Elfen. Werft Ich hab einen dir was Blick zu drauf. verkaufen. Ja, ich bräuchte einen Stahlbarren. Hast du nicht irgendwo einen? Eisen, Eisenerz, Eisenpfeil, schwere Rüstung, Eisenhelm. Hallo, ich brauche da Stahlbarren. Nehmen wir mal so drei mit, ne? Also gut. Und dann würde ich sagen, wir werden einmal unser Schwert der Klingen. Cool, ich bin mit der Schmiedekunst aufgestiegen. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Schwert der Klingen der Gruppe Fein. Wie fein, haha. So. Also wir sind raus entkommen aus diesem Talmor, aus dieser Talmor-Botschaft. Ab in die schlafende Reise. Was für ein Name. Egal, wir sind hier und wir haben es geschafft. Und natürlich gehen wir jetzt in diese geheime Schranktür, die natürlich immer offen ist. Und fragen Zumindest die. habt ihr es lebend wieder hinausgeschafft. Ja, Eure das haben Sachen wir. befinden sich wohlbehalten in meinem Zimmer, wie versprochen. Habt ihr etwas Nützliches erfahren? Die Tamer wissen nichts über die Drachen. Wirklich? Das ist schwer zu glauben. Seid ihr sicher? Ja. Esbern? Er lebt. Ich dachte, die Talmor hätten ihn vor Jahren schon erwischt. Dieser verrückte alte Kerl. Aber es wundert mich nicht, dass die Talmor ihm auf den Fersen sind, wenn sie herauszufinden versuchen, was mit den Drachen los ist. Was wollen die genau? Ihr meint davon abgesehen, dass sie jede Klinge töten wollen, die sie in die Finger bekommen können. Esbern war einer der Archivare der Klingen, bevor die Talmor uns im großen Krieg ausradiert haben.
Er wusste alles über die alten Drachengeschichten der Klingen. Er war geradezu besessen davon. Damals wollte niemand etwas davon hören. Er war wohl doch nicht so verrückt, wie wir alle dachten. Das kann gut glauben. Also die Talmor glauben also... Ja, genau. Welche Ironie, nicht wahr? Die eingeschworenen Feinde glauben, dass jedes nur erdenkliche Unheil ein Schachzug der Gegenseite ist. Dennoch müssen wir Esbern vor ihnen finden. Wenn jemand weiß, wie man Drachen aufhalten kann, dann er. Wissen Sie, wo er ist? Ja. Rifton also. Sicher unten am Rattenweg. Dorthin würde ich jedenfalls gehen. Ihr macht euch besser auf nach Rifton. Redet mit Brynjolf. Er hat Beziehungen. Das ist zumindest ein guter Ausgangspunkt. Ach, und wenn ihr Esbern findet, wenn ihr mich schon für paranoid haltet, es ist womöglich nicht ganz leicht, sein Vertrauen zu gewinnen. Fragt ihn einfach, wo er am 30. Eisherbst war. Er wird wissen, was das bedeutet. Okay. Ja, das ist auch nochmal eine Frage. Wer sind die Talmor? Es waren die Talmor. Oh. Seit 30 Jahren bringen sie jede Klinge zur Strecke, die sie finden können. Dank des Weißgold-Konkordats konnten sie ungestraft im gesamten Kaiserreich operieren. Okay, und weshalb jagen sie euch? Als ich jung war, waren unsere Anführer wie besessen von der Bedrohung durch die Talmor. Sie glaubten, wenn wir ein Drachenblut finden würden, müssten wir ihn gegen die Talmor beschützen. Wie sich herausstellte, hatten wir die Talmor hoffnungslos unterschätzt. Sie haben uns im großen Krieg vernichtend geschlagen. Ich gehörte zu den wenigen, die entkommen konnten. Lange Zeit versuchte ich nur am Leben zu bleiben und mich an den Talmor zu rächen, wann immer ich konnte. Aber dann kehrten die Drachen zurück. Und ich erinnerte mich daran, dass die Klingen früher Drachentöter waren. Und dass wir geschworen hatten, das Drachenblut, den größten Drachentöter von allen, zu schützen. Okay. Jetzt noch die eine Frage. Darauf gibt es keine einfache Antwort. Wollt ihr die lange oder die kurze Version hören? Ich bin für die lange. Sie sind die Herrscher des Altmeri-Bundes, früher die ehemaligen kaiserlichen Provinzen Valenwald und die Somerset-Inseln. Bei den Talmor nimmt die Arroganz der Hochelfen extreme Züge an. Sie halten sich tatsächlich für die rechtmäßigen Herrscher von ganz Tamriel. Seit einem Jahrhundert oder mehr dringen die Talmor Stück für Stück auf das Gebiet des Kaiserreichs vor. Zuerst übernahmen sie Valenwald, dann die Provinz Elsweyr. Doch selbst die Klingen haben den großen Krieg nicht kommen sehen. Wir haben die Talmor unterschätzt und sie haben uns vernichtet. Okay. Also, ich versuche mal zusammenzufassen. Die Talmor sind die Bösen. Ja, möchte ich. So. Hallo, ich möchte entzaubern. Ach, die Verzauberung ist bereits bekannt. Mist. Kann ich denn jetzt einen Gegenstand verzaubern? Schwert der Klinge. Magieschaden. Okay. Nicht ausreichend geladen. Abbrechen. Ja. Natürlich. So, die Talmor sind irgendwelche Idioten aus weit, weit her. Nordpfeile, wie schön. Ach, warte mal. Alle bitte, ja? Alle. Ja.
Geht viel einfacher. Was haben wir hier noch? Nichts mehr. Gut. Hier ist auch nichts mehr drin, ne? Weil man, die hat gesagt, es ist in meiner Truhe, ne? Das war die Truhe. Oder gibt es noch eine andere Truhe? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall einmal kurz gucken, was wir alles haben. Nein, nicht Fertigkeiten. Dummheit. Objekte. Okay. Wir haben einen Elfendolch. Elfenstreit. Spitzhacke. Stahlpfeil. Stahlpfeile haben wir fast keine mehr. Habe ich alle verbraucht. So. Die festliche Kleidung. Die goldene Halskette. Elfenpanzerhandschuhe. Die Lederarmschienen kann ich ja verbessern. Aber das kann ich nicht verbessern. So, die Smaragdkette kann ich verkaufen. Kann ich auch verkaufen. Kann ich alles verkaufen, so. Da haben wir auch noch ordentlich was von. Rolle der Harmonie. Ordentlich was. Gut. Braucht ihr was? Nein. Ich würde gerne verkaufen. Und dazu muss ich zum Schmied gegenüber gehen. Oder? War doch der Schmied gegenüber. Was gafft ihr so? Ich gaffe gar nicht. Ich möchte nur verkaufen. Was braucht ihr, eine neue Klinge? Nein, wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ich möchte verkaufen, ja? Und zwar einmal den Elfenstreitkolben. Ha! Redekunst, super. Dann den Elfendolch. Hä, die Elfenpanzerhandschuhe sind aber leichter. Ach, egal. So, dann den Helm. Warte mal. Der Elfenhelm. Oh, die Elfen haben ja eine total leichte Rüstung. Das ist ja cool. So. Ne. Sonst nichts. Mhm. Aber. Na, wird von jemand anderem benutzt. Dann nimmt sich den Werkbank. Und, ja. Ich habe kein Leder. Aber hier vorne ist ein Gerber gestellt. Bei Shaw, was wollt ihr? Boah, die ist doch so böse zu uns. Ich möchte einfach nur Leder herstellen. Wir müssen Sohn Sven einmal zu hören. Er so. Fast jeden Abend in der Taverne. Ja, schön für dich. Egal, ich möchte jetzt meine Rüstung verbessern. Lederarmschienen. Was brauche ich dafür? Okay, das nützt nichts, aber das. Zack. So. Und, ja. Kann ich hier vielleicht noch irgendwas herstellen, was ich danach gewinne? Ich habe Sachen rumzustehen, Papa. Ich könnte euch ablösen. Bringt, verkaufen später, kann. Ich muss das hier erst noch zum Abschluss bringen. Aber komm, machen wir mal so viele Lederarmschienen. Wie es geht. Okay. Jawohl, zwei. Super genial. Was auch komm. Immer ihr benötigt. Braucht ihr eine neue Klinge? Nein, ich möchte. Ich möchte verkaufen. Und zwar meine beiden Lederarmschienen. So, was kann ich denn noch kaufen bei dir? Die Tische sind zu teuer. Sind auch zu teuer. Ein Jagdbosen. Was ist denn das?
Ja, her damit. Leder brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Zwergische Metall. Veredelter Mondstein. Nehme ich mal einen mit. Mal gucken, ob ich die wirklich damit... Bis zum nächsten Mal. Yep. Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Aber hier scheint in Ordnung zu sein. Ich kann die wirklich verbessern. Ja. Ja, okay, dann hole ich mir noch zwei veredelte Mondsteine. Und ihr seid neu hier, also schone ich euch noch. Eisen oder... Na, Klingen. Wie nett. So ziemlich alles, was ihr braucht. Das ist schön. Ich möchte veredelten Mondstein. Man gebe mir zwei veredelte Mondsteine. Ja. So. So, einmal die Elfenstiefel. Wenn ich mich über euch ärgern muss, spiele ich euch Zack. Einen Streich. Und nicht nur ein bisschen, sondern so Zack. Richtig. Super. Was? Hat er sich gerade über den Hund Guter beschwert? Hund. Wie cool. Okay. Und ich würde sagen, mit dieser neuen Rüstung, die so aussieht, als wäre ich Ikarus höchstpersönlich, muss ich sagen, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.